Willkommen zurück, Leute, zu Yoshi's New Island. Heißhuf Hindernislauf 6.5. Na dann. Was kann das sein? Der Heißhuf. Ein Heißhuf. Was ist ein Heißhuf, verdammt? Weiß doch keine Sau. Och, nö. Scrolling. Aber bei Scrolling kann ich natürlich die Hoffnung äußern, dass... Ja, dass nichts Schlimmes passieren kann, so im Großen und Ganzen, oder? Also, es wird schwierig, was zu verpassen. Behaupte ich jetzt mal einfach so. Was? Wie hat er mich denn jetzt getroffen? Also, ich weiß ja nicht. Das kam mir ein wenig komisch vor. Ich weiß nicht genau, ob man die Dinger vielleicht... Man kann sie kaputt machen, aber... Oh mein Gott. OMG, das wird nicht so einfach. Das sehen wir hier schon. Ach so. Dachte gerade schon. Was ist los? Oh mein Gott, war ich fertig hier? Bin ich schwach? Mach mich doch. Whoa. Okay. One-up. Ja, Glück muss der Mensch haben, ne? Geht es auch so? Ja. Denk mir einfach mal, wenn wir ein Ei sparen können, ne? Dann sollten wir das vielleicht tun, weil wir sind ja sparsame Menschen und so. Wir wollen ja irgendwann mal reich sein, ne? Und reich wird man? Naja, durch Sparen. Ist schon jemand durch wirklich Sparen reich geworden? Ich weiß es nicht, glaub nicht. Kannst mir nicht vorstellen, weil, ne? Okay. Oh, das macht mir alles keine Freude hier. Das macht mir alles wenig Freude. Unten, oben, unten. Ganz klare Sache. Okay, zuerst die Röhre. Ich sage einfach mal, ist alles bis jetzt perfekt. Wo sollen wir was verpasst haben, ne? Wahrscheinlich ist hier irgendwo wieder jetzt hier so, so eine Wolke versteckt. So ganz, 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 ganz beschissen. Und am Ende sagt man sich, hey, das war doch logisch. Nein, nein! Schnell geht das nicht. Doch Geist gebracht. Oh mein Gott. Ja. Ja. Arsche verlecken, ne? Was soll ich machen? Da. Also da waren teilweise jetzt aber echt welche bei, die haben nichts gebracht, oder? So gar nichts. Steigt die Lava hier? Habe ich mir das gerade eingebildet? Ich glaube, die Lava steigt. Würde mich auch überhaupt gar nicht wundern, weil... Naja. Ja, natürlich steigt die. Die sind halt so fies. Ja. Ach so, genau. Ich kann hier reinfallen. Jetzt wird es aber auch Zeit, dass wir mal ein bisschen nach oben kommen. Boah, Alter. Das ist alles ein bisschen knapp bemessen. 15 von 20, 3 von 5. Kein einziges Ei am Start, aber das könnte passen, ey. Das wäre so cool. Es wäre so cool, wenn das Level nicht allzu lang ist und wir alles bekommen würden. Ich würde durchdrehen. Vor Glück. Oh, das gefällt mir nicht. Aha. Die Lava scheint nicht zu steigen oder so, ne? Das will ich eigentlich noch überprüfen hier. Ich wusste es. Ja, okay, jetzt aber nur ein One-Up. Naja, dann. Aber es ist überprüft worden. Wenn ich jetzt was nicht kriege, wenn ich sogar solche Stellen überprüfe, ist es halt einfach wieder unfair. Ach, voll ist nicht immer alles unfair, alles Spaß und so, ja. Entschuldigung. Ich vergesse immer, dass ich sowas nicht sagen darf. Dass etwas nicht so cool ist. Was ich aber ein bisschen komisch finde, weil... Naja. Das ist ja immer dieses Motto, ne? Der Let's Player muss Spaß an dem Spiel haben. Aber wenn das ein Spiel ist, das ich vorher noch nie gespielt habe... Und es dann Let's Player... Ohne es jemals vorher gespielt zu haben und zu wissen, wie dieses Spiel halt ist... Naja. Dann finde ich es tatsächlich nicht schlimm, wenn derjenige sagt, okay, das Spiel ist... Stellenweise echt... Oh... Uncool... Boah, eine Blume. Nein. Hab ich die... Fuck. 4 von 5 übrigens. Fehlen noch 3 rote Münzen. Boah, und die Sternis könnte ich auch komplett haben. Das wäre natürlich...
Okay, das war's für die Sterni-Aktion. Das war eine rote Münze. Oh mein Gott, das ist auch schon wieder hier ultra hardcore. Oh, komm schon. One-Up. Oh, fucking One-Up. Bitte gib mir noch eine. Nein! Oh, jetzt fehlt eine rote Münze. Das ist so zum Abkotzen. Das ist echt nicht mehr feierlich. Oh. Krank. Also man da nicht verstehen kann, dass man sich gelegentlich mal so ein bisschen über das Spiel aufregt. Boah, schon wieder. Wir haben 24. Das ist nicht schlecht. Ich weiß nicht, wenn man da nicht verstehen kann, dass ich mich gelegentlich aufrege, ne? Wenn immer hier so ein... eine Münze fehlt. Ich kann mir schon vorstellen, wo die war. Ja, klar. Ihr wahrscheinlich auch. Also wenn ich nichts einblende, weil ich nicht merke, dass es irgendwo anders war, dann war das da, wo man die Eier werfen musste mit diesen Bum-Bum-Bum-Bum-Bum-Teilen. Ja. Werde ich herausfinden. Das war die wahrscheinlich gerade, Leute. Wisst ihr noch? Wisst ihr es eventuell noch? Das war... Es gab doch diese eine Stelle, wo ich gesagt habe, oh Mann, die eine Münze habe ich jetzt verpasst. Da kam ich nicht mehr dran. Na, die war es natürlich. Es ist so... Ach ja, es ist so schön. Scheiße. So, damit dürfen wir mit 6-6 weitermachen. Pyro-Geist-Parade. Ja, schön. Schön, schön. Okay. Ja, gut. Das letzte Level war jetzt gar nicht mal... Oh, krass. Das letzte Level war jetzt gar nicht mal so... Okay, den kannst du so erstmal nichts tun. War jetzt gar nicht mal mega dramatisch. Ne, hätte ich jetzt die eine blöde Münze da so eingesammelt, wäre alles cool gewesen. So hatte ich natürlich ein bisschen Pech, aber naja, komm. Das ist... nicht ganz so schlimm. Die Pyrogeist hier könnten echt nerven, aber hey, auch das wird wohl irgendwie gehen. Ja, gut. Dann kann ich mich jetzt gar nicht mal so beklagen, ne? Och, Mann, ich will mich doch beklagen. Nein, will ich eigentlich nicht. Ich habe gar keinen Bock, mich zu beklagen. Ich wäre ganz froh, wenn ich mich mal nicht beklagen müsste. Das versuchen wir mal so. Okay, das ist ja alles gar nicht. Egal. Oh. Ich wollte gerade sagen, das muss ja wohl was gebracht haben. Das kann ja nicht sein, dass es für nichts war. Ein One-Up? Oh Mann, ich verbrauche doch hier keine kostbaren Eier für ein One-Up. Ich hasse das. Ich mag es echt nicht, wenn das passiert. Also meine Eier, die sind mir echt heilig. So. Bams. Okay, schön. Komm her. Okay, hier. Ich glaube, in diesem Level die 30 Sterne zu bekommen, wird auch ziemlich schwierig. Ich habe mir auch gerade ausgerechnet, ich will jetzt noch diesen Part hier aufnehmen und danach eigentlich noch ein. Und nach dem 2-Level-System. Was machen wir denn hier gerade? Muss mal fragen. Nach dem 2-Level-System wäre das dann das letzte Level. Das bedeutet, ich müsste... Das sah mir gerade komisch aus. Da ist nichts drin. Okay. Ich frage mich gerade... Kann ich die Dinger hier eigentlich kaputt machen? Ja, tatsächlich. Ja, muss ich das ja wohl machen, oder? Habe ich ja keine Wahl. Juhu! Ja, hier kann ich auch ständig nachfüllen. Und mein... Baby Mario verlieren kann ich auch andauernd. Das ist doch super. Juhu. Ah, ich fülle lieber hier nach. Das geht ein bisschen fixer, ne? Im Endeffekt, ja. Ja, und dann müsste ich mich dran setzen, die ganzen Sternis nachzuholen. Heieieiei. Das bedeutet, das wird heute... Wird ein sehr langer Tag für mich, ne? Insgesamt. Da ist nichts... Nichts von Wert drin. Ich fass es nicht. Hier verliert man alles. Aber okay, das ist so eine Sache, die muss man halt ein einziges Mal machen. Danach weiß man eben Bescheid, ne? Hier ist nichts drin und dann ist gut. Aber um dieses eine Mal kommen wir halt nicht drum rum. Nicht, wenn wir sehr gründlich sein. Aha, okay.
unten rechts. Unten rechts müsste ich mir im besten Fall merken, aber gut, wenn ich hier nochmal reingehe, gehe ich sowieso mit Komplettlösung rein. Da mache ich auch keinen Hehl draus. Nee. Es wäre Blödsinn, euch da was vorzumachen, ne? Also, wenn ich ein zweites Mal in so ein Level gehe, gehe ich mit Komplettlösung rein, die manchmal aber auch ein bisschen unverständlich ist, somit dürft ihr nicht glauben, dass es mir zu einfach gemacht wird. Das beim besten Willen nicht, aber naja, es ist halt trotzdem um einiges angenehmer. Oh, der Typ ist so blöd. Aber ich darf mir da, glaube ich, gerade nicht zu viel kaputt machen, sonst wäre ich hier gar nicht mehr hochgekommen, so wirklich, oder? Eine Flower. Sehr schön. Und da sind überall Münzen zwischen. Boah, wie aufwendig. Ich hoffe mal, dass sie dann wenigstens so sozial sind und sagen, okay, das ist ein kurzes Level. Eben, weil das hier so ein bisschen, ja, ein bisschen fies ist, ne? Wenn man alles kaputt machen soll. Zack, zack. Und den eben noch. Und dann hole ich mir noch neue, frische Eier. Boah, also heute ist es soweit. Heute ist es soweit. Ich muss nachher noch Brötchen holen, ey. Dann hole ich mir noch Eier, ey. Und einen neuen Eierschneider, weil meiner ist scheiße. Und dann. Oh, dann mache ich Beate Eier und dann tue ich die aufs Brötchen. Das wird so lecker und ich werde ausrasten, ey. Habe ich schon ewig nicht mehr. Habe ich gerade voll Bock drauf. Nee. Oh, töte ihn doch einfach vorher. Wieso hast du ihn nicht vorher getötet? Das ist eine berechtigte Frage. Warum habe ich das nicht gemacht? Eieieiei. Das trifft es ganz gut, ne? Dass du drüber nachdenke. So, wir wissen ja, wir haben ja... Boah, das ist so heftig, wenn du hier... Moment mal. Das, was ich glaube zu haben, habe ich auch schon, oder? Ich hoffe jetzt einfach mal. Blume. War doch so, ne? Ja, zwei. Boah, das ist so ein. Was ist denn hier los, ey? Die übertreiben es komplett, oder? Ein bisschen. Hier gehen mir noch die Sternpunkte aus. Ich merke das schon. Wobei, guck mal, der ist da noch gar nicht unten kaputt. Das wäre so unfair. Okay, der ist down. So. Nee, hier ist nichts mehr. Wie gesagt, es wäre echt unfair, wenn man das jetzt nochmal einsammeln müsste. Warum ducke ich mich da? Warum glaube ich, dass wenn ich mich ducke, dass es eine gute Idee ist? War da was? Weiß es nicht mehr. Okay, war nichts. 8 von 20, 2 von 5. Das kann hinkommen. So, was hatte ich jetzt? Woran bin ich gerade... Ach ja, genau. Gerade fragen, woran bin ich gerade gestorben? Aber ich weiß, da war so ein brennender Scheigei. Ein brennender Shigui. Den muss ich besiegen. Schön. Bams. Und Bams. 3 von 5, 10 von 20. Das klingt auch nach dem System. Das ist schön. Ja, komm, das Ei. Oh, wie cool, ey. Kennt ihr das, wenn man sich auf solche Sachen freut? Also auf so ein geiles Frühstück oder so? Keine Ahnung. Ich komme da manchmal so vor, als wäre ich der Einzige, der sich über sowas wirklich richtig krass freuen kann. Ich kann mich da nämlich ultra drüber freuen. Nein, der Gedanke daran ist so cool. Was ist das? Jede Menge Sternis. Bringt mir nur gerade nichts. Nee, bloß nicht auf den draufspringen. Bloß nicht auf den draufspringen. Ich möchte das Ei. Okay. Schade. Unheimlich wichtig, dass ich die Typen hier treffe, ne? War gewollt. Das war gewollt, natürlich. Nee, so nicht. Und jetzt, komm bitte. 12 von 20. Was? Nee. Hä? Ernsthaft? Okay. Nun gut. Das Level ist kurz. Vielleicht hat das wirklich was mit meinem Speicherpunkt zu tun und dass ich nochmal spielen musste. Keine Ahnung.
Okay, da muss ich halt auch nochmal rein. 12 von 20, 3 von 5. Ganz, ganz, ganz merkwürdig. Okay. Dann werde ich 6-6 nochmal spielen. Wir sehen uns hier. Ein bisschen fies, wenn man hier nicht runterfährt. Eine Blume. So, Leute, das hier ist kaum fies. Hier, man sieht es nicht wirklich, aber angeblich sieht man es doch ein bisschen. Zack, kannst du kaputt machen. Ernsthaft? Also wirklich, wirklich, richtig ernsthaft? Das ist euer Ernst? Das meint ihr wirklich so? Oh, nicht, er ist es. Schlimm, schlimm. So, das war mir auch nicht ganz klar, dass man da rein kann, aber jetzt wissen wir es. Und hier sollte sich der komplette Rest befinden. Ja, ich war gerade schon mal hier drin und hab's verkackt, deswegen, naja. Der muss auf jeden Fall da drauf landen. Das habe ich auch beim letzten Mal hinbekommen. Gar nicht so, dass... Alter. Mach keinen Mist mit mir, mach keinen Mist mit mir. Ich weiß gar nicht, ob ich den da unbedingt... Muss ich doch gar nicht, oder? Doch. Nee. Nö. Ach so, doch, jetzt könnte ich den natürlich wieder weiterhin mitnehmen. Ist halt nur die Frage, ob ich das muss. Muss ich nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich den Chomp überhaupt brauche. Ich würde sagen, nein, weil jetzt haben wir 19 von 20 und 5 von 5. Und das sollte auch passen. Ja, wir haben alles, Leute. Geil. Somit haben wir das Level komplett. Und ja, wir haben 29 von 30 mittlerweile an Medaillen. Und sehen uns im nächsten Part, Leute. Wenn das Spiel theoretisch durchgespielt wird, bis auf die Bonus-Levels. Wir sehen uns. Bis dann und ciao.